Also, wie wäre es, wenn ich das jetzt so bauen würde? Hätte es vielleicht mal von der anderen Seite machen müssen. Hier kommt auf jeden Fall, also ja, so viel natürlich jetzt nicht, dass ich mir aber wenn ich das so baue. Vielleicht setze ich hier auch fünf dahin. Und dass ich das erstmal hier erstmal abbaue und da Stromleitungen lege. Und dass ich da wieder Platten hinsetze. Und dass ich das. Wo habe ich das? Da. Dass sie halt gleich hier durchgehen können. Und dass ich das auch nochmal abbaue, weil das wird dann. Ich könnte jetzt natürlich dazu kaufen, aber wenn das schon mal hier ist, dann verwende ich das halt auch einfach. Und ist dann die Frage. Also hier muss ich dann Platz freilassen. Und gegebenenfalls, gut, da passen ja 40 Stück. Das sind, glaube ich, 40 Stück und das müsste doch eigentlich für einen Bereich schicken. 40 Stück. Genau. Dann hätten die schon mal einen eigenen Bereich, dann würden sie halt hier hinlaufen. Und jetzt mal diese Ofen an sich, da müsste ich halt auch, das müsste ich vielleicht einfach direkt hier am Eingang bauen, dass da die Wand hinkommt und das hier frei ist. Was sind dann hier zwei? Oder so. Nee, ich will es schon so haben. Genau, passen zwei hin. Ja, dann müssen sie aber trotzdem weit laufen. Weiß ich noch nicht. Ob ich nicht den Bereich hinmache für diese Waschbecken, da können sie nämlich das gleich da verarbeiten, also waschen die Sachen, die sie halt benötigt haben. Und das verkaufen wir mal. Und das andere, da würden zum Beispiel jetzt auch fünf Stück, also fünf Stück genau, und dann halten wir dann hier. Ist natürlich Mist, dass das jetzt schon da ist. Aber naja. Also soll ich dann, ich glaube, so viele Eingänge bräuchte ich dann gar nicht. Hauptsache die, aber eigentlich nicht Metalldetektor. Normal müsste da auch einer hin. Und das
Ja, würde es wahrscheinlich schicken. Wenn da halt dazwischen halt was ist. Genau, dass das hier wegkommt und dafür eine Wand hinkommt. Und das alles hier verschwindet und dann hier wieder. Das dann auch wieder verschwindet. Und dass das dann so. Also die werden auf jeden Fall bei mir arbeiten. Deswegen mache ich da einfach mal ein grünes, also so eine normale Tür. Und diese Öfen werde ich jetzt auch nochmal verschieben, weil das kostet ja wieder alles Geld. Deswegen sammle ich die, oder also baue ich sie halt ab. Was ist hier? Also das sind diese Bänke, die ich noch aufstellen muss. Und Tische. Das bedeutet hier erstmal direkt, und dann ist das ein Gang, wo man noch dazwischen laufen kann. Man könnte im Prinzip hier noch Toiletten hinmachen. Ja. Aber vielleicht wird sich das sowieso noch komplett ändern. Das ist schon mal gut, Wände. Da kann hier eine Wand hin. Und da. Und das kann auch zu. Und das kann ich dann wirklich sagen, dass das hier. Wahrscheinlich auch zugemacht. Verändern, vielleicht tue ich das auch noch verändern. Dass die. Und das auf jeden Fall, das kommt dorthin. Und vielleicht werde ich das ja auch noch ändern. Ja, ist natürlich das Mist, dass das da jetzt dazwischen läuft. Weil das muss dann hier weg. Und muss dann quasi verlängert werden. Weil das kann ich durch. Und dass ich das dann hier mit denen verbinde. Und dass das an sich. Schade, dass man das nicht noch trennen kann, dass man das, dass man das, verändert. Genau, das bleibt dann so. Ich habe alles abgebaut und dann kann das nämlich
verlängert werden nach unten und dann bauen die das halt ab. Und dann setze ich da gleich wieder eine Leitung hin. Guck, die bauen nämlich alles ab. Das ist noch Mist. Also wenn man das noch ein bisschen trennen könnte, dann wäre das noch okay. Aber so, ja, ist das halt Mist. Und da setze ich die Küche runter. Küche da. Und da kommt die erstmal weg, dass sie halt nur... Das lasse ich einfach. Im Prinzip müsste es dann auch aufgeteilt werden. Und hier weil ich möchte ja, dass die wirklich in ihren Bereich bleiben und nicht da rumwuseln, da wie so. Weil das ist manchmal so, die laufen hier durch und was sie eigentlich gar nicht dürfen. Weil und hier kommt tatsächlich diese grünen Türen hin. Und dass dann halt wenigstens noch das Personal durchgehen kann, aber kein von den und da mache ich das genauso. Weil es gibt nämlich dann verschiedene Bereiche, wo die halt arbeiten, dass zum Beispiel hier die Niedrigstufrigen hier arbeiten und da die Normalen und die Extremen dann weiter oben und die anderen, ja, werden dann nicht den Genuss kommen, da zu arbeiten, sondern die müssen dann halt, ja, was anderes machen. Das ist sowieso noch etwas schwierig, da irgendwas zu handeln. Die Rohre lasse ich aber erstmal da. Und ich verbinde das aber trotzdem mit den hier. Und im Raum... Ist das jetzt eine eigene Küche? Weil das wäre eine extra Küche und das wäre dann halt... Werden die erstmal hier unten hingehen. Geht da runter. Immer noch kein Strom. Achso, das war ich, das jetzt komplett abgerissen habe. Weil ich das komplett abgerissen habe. Zwei Polizisten haben wir schon mal, das ist schon mal gut. Oder Wachleute. Ja, gesagt. Das in der Mitte werde ich dann auch wieder ändern. Aber da es noch nicht so weit ist, was können wir denn noch als nächstes? Ich habe ja noch wieder Platz. Jetzt sind heute nur 18. Zehn Wachen ein. Patrouille frei.
Bildungsform. Guck mal auch noch.